Ich erwarte euch also morgen pünktlich um 17 Uhr. Gute Nacht. Haben Sie sich unseren Vorschlag überlegt, Mr. Stilber? Sehr gründlich sogar. Ich bedauere außerordentlich, dass Ihre weite Reise aus New York für die Katze ist. Verschwenden Sie nicht Ihre kostbare Zeit. Und das bedeutet? Das bedeutet, ich muss Ihr gutes Angebot leider ablehnen. Falls Geld das Problem ist, darüber könnte man reden. Das ist es aber nicht. Ich will einfach nicht Mitglied Ihrer feinen Organisation werden. Hab ich mich verständlich gemacht? Meine Vorgesetzten werden sehr beleidigt sein. Ich habe immer angenommen, ich hätte die Wahl. Sind Sie denn so naiv, Mr. Stilwell? Jetzt setzen Sie mich unter Druck. Ein Exempel muss statuiert werden. Verstehen Sie das? Das ist keine Lösung. Aber vielleicht erweist sich das als lehrreich für andere mit denselben Ideen. Ich werde nicht kämpfen. Wie Sie möchten. Karate wird niemals aggressiv benutzt. Aber wenn ich keine andere Wahl habe... zurückkommen, Mr. Stilwell. Bis dahin, ruhen Sie sich ein bisschen aus. Jason nicht! Jason! Jason! Dad, ist es sehr schlimm? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Dafür werden Sie teuer bezahlen. Nein, Jason. Es ist vorbei. Gegen Sie zu kämpfen ist keine Antwort. Was ist dann die Antwort?